Inclusive Citizenship Education nimmt zwei Bedeutungsdimensionen des Begriffs Citizenship in den Blick. Citizenship als Statuszuschreibung und Citizenship als Praxis und setzt diese beiden Dimensionen in ein Spannungsverhältnis. Citizenship wird oft verstanden als Staatsbürgerschaft, also als eine Statuszuschreibung. Damit wird bestimmt, ob eine Person Mitglied eines bestimmten Nationalstaats ist oder nicht. Citizenship als Statuszuschreibung regelt also Zugehörigkeit bzw. Nichtzugehörigkeit. Diese Zugehörigkeit überträgt Privilegien oder andersherum, mit der Nichtzugehörigkeit findet eine Exklusion von gesellschaftlicher Teilhabe statt. Einzelne Rechte sind eingeschränkt. Es findet möglicherweise Diskriminierung im Alltag statt. Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist erschwert und ähnliches. Diese Unterteilung in dazugehörige Menschen mit allen Rechten und nicht zugehörige Menschen mit weniger Rechten erscheint im Alltag oftmals als normal. Vom Standpunkt eines auf Gleichheit zielenden Bildungsansatzes erscheint dieser Zustand aber als hinterfragbar. Mit Citizenship als Statuszuschreibung ist aber nicht nur gemeint, ob jemand den Pass eines Nationalstaates besitzt. Diese Statuszuschreibung bestimmt auch die Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe. Der Grad an Rechten, über den Menschen verfügen, entscheidet auch darüber, inwiefern sie Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen haben, inwiefern sie im Alltag Abwertung erfahren, inwiefern sie von gesellschaftlicher Teilhabe oder von politischer Mitbestimmung ausgeschlossen werden. Mit Citizenship als Statuszuschreibung wird also auch ein Bild des normalen Bürgers vermittelt. Dieses Bild des Normalen dient dann als Portfolio für die Bestimmung des Nichtnormalen, Abnormen, Kranken, Fremden oder Devianten. Die zweite Bedeutungsdimension von Citizenship ist die Praxis von Bürgerschaft. Hier geht es nicht um die Frage von Zugehörigkeit, sondern um die Frage von Partizipation, Selbstorganisierung, politischer Artikulation und Ähnlichem. Dem theoretischen Anspruch der Demokratie nach sind diese Praxen das Herz funktionierender Demokratie. Die Dimension der Praxis der Bürgerschaft ist neben der Analyse der Exklusionsmechanismen der zweite Ausgangspunkt des Ansatzes Inclusive Citizenship Education. Mit einem solchen Verständnis erscheint die Frage, wer zu einer Gesellschaft zugehörig ist und wer nicht, als eine politisch gestaltbare Frage. Diese Praxen der Bürgerschaft von unten können die Gesellschaft grundlegend verändern. Auch die Frage von Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit ist abhängig von diesen Praxen von Bürgerschaft von unten. Der Sozialwissenschaftler Malte Kleinschmidt beschreibt die Spannungsverhältnisse von Exklusionsmechanismen und inklusiver Praxis von Bürgerschaft von unten, welche für die Inclusive Citizenship Education wesentlich sind. Das normative Ziel besteht im Abbau von Exklusion und damit der Vertiefung von Demokratie. Damit knüpft der Ansatz an Vorschläge wie etwa den vom Politikwissenschaftler Rainer Bauböck an. Angesichts der ungleichen Verteilung von politischen Rechten plädiert er für das Konzept der alle inkludierenden Wohnbürgerschaft, unabhängig von ihrem Status. Der Begriff Praxis der Bürgerschaft fokussiert nicht in erster Linie auf eine Beteiligung der formal anerkannten Bürgerinnen und Bürger am staatlichen Prozess. Vielmehr wird auf der Analyse der exkludierenden Momente vom Konstrukt der Citizenship aufgebaut. In den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um Teilhabe und Partizipation werden auch bestehende Ideen über Rechte, Pflichten, Identität und Bürgerschaft zur Disposition gestellt, ausgeweitet oder verändert. Die Perspektive von Inclusive Citizenship bedeutet, diese Auseinandersetzungen auch vom Standpunkt der Ausgeschlossenen in den Blick zu nehmen. Der Sozialwissenschaftler John Gaventa plädiert dafür, den Begriff von Citizenship in der alltäglichen Erfahrung der Menschen zu verankern. Dies ermögliche ein differenziertes Verständnis von Citizenship als einem Konzept, das die Handlungsmacht, Identitäten und Handlungen der Menschen selbst in den Mittelpunkt stellt. Zentral für ein solches Verständnis von Citizenship ist dabei auch die umkämpfte Frage der Rechte. Statt eines vertikalen Verständnisses von Citizenship
das auf das Verhältnis von Individuum zum Staat fokussiert, wird hier eine horizontale Perspektive auf das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger untereinander betont. Hierbei spielen soziale Bewegungen und andere nicht formalisierte Praktiken von Bürgerschaft von unten eine wichtige Rolle. Inclusive Citizenship macht das dem Citizenship-Begriff inhärente Spannungsfeld zwischen der Frage der Statuszuschreibung als Zugehörigkeit und der Frage der bürgerschaftlichen Praxis fruchtbar. Auch der Politikwissenschaftler Joe Turner setzt genau hier an. Er analysiert das Verständnis von Citizenship vom Prozess der Marginalisierung und dem Kampf um Zugehörigkeit. Diese Auseinandersetzung um die Frage der Zugehörigkeit stellt für ihn den Kern des Politischen dar. Das Bürgerbewusstsein von Citizenship ist noch kaum erforscht. Auf Inclusive Citizenship zielende Bildungsstrategien sollten aber genau hier ansetzen, um erstens ein differenziertes Verständnis von Inclusive Citizenship zu gewinnen und zweitens Prozesse inklusiver Bürgerschaft von unten zu stärken. Inklusive Praxen von Bürgerschaft machen das Herz demokratischer Prozesse aus. Für die Konzeption von Bildungsprozessen in der gegenwärtigen Gesellschaft kann der Ansatz wichtige neue Impulse geben, Perspektiven verschieben und nicht zuletzt macht er es möglich, Fragen von der Ausgrenzung einzelner Gruppen in ihrer Verschränkung mit anderen vom Ausschluss Betroffenen in den Blick zu nehmen.